Hallihallo, Hallöle. Ich habe jetzt, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken und ein bisschen was gegessen, Entschuldigung. Ich habe euch jetzt mal den ganzen Mantel, wie er in seiner schönen Pracht geworden ist. Natürlich müssen da noch Ärmel dran. Da oben sind die Armlöcher, die ich abgeteilt hatte. Nur ich wollte euch mal zeigen, wie der jetzt aussieht. Vor allen Dingen mit dem Frosch-Jeans-Farbverlauf. Ihr seht es ja, ne? Ich versuche mich mal ein bisschen zu bücken. Hier oben mit Jeans-Blau angefangen. Dann ging das runter in Cremefarbe oder auch Weiß. Und dann runter in die Grüntöne rein. Ich finde es einfach nur, ja, geil. Und da unten kommt dann noch mal eine Wunschwicklung von mir in Türkis mit Petrol angefangen, in Türkis rein. Schade, die Kamera fängt es nicht ein. Doch da, hier diese kleinen Glitzerdinger, die ihr jetzt da so ab und zu aufglitzern seht, das ist mein Lurex-Faden. In Grün. Müsste ich vielleicht mal ein bisschen weiter weggehen mit der Kamera. Dann glitzert es vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das ist der hervorragende Farbverlauf. Also ich finde den einfach nur turbo geil. Jetzt hier mein Maßband. Ich habe es euch mal hingelegt. Also ich komme auf stolze 94 Zentimeter mit meinem Mantel. Ja, ich bin halt 1,76, ne? Und also ich kriege mich über den Farbverlauf schon gar nicht mehr ein. Und hier habe ich halt meine Ärmel, die behäkle ich dann jetzt gleich mit ja auf ungefähr 55 Zentimeter. Nur ich wollte es euch halt mal zeigen, wie es jetzt aussieht, ne? Dieses wunderbare Stück hier. Einfach nur geil, einfach nur herrlich. Von meinem ersten Bobbel ist das übergeblieben. Von der Wunschwicklung ersten Bobbel ohne Lurex-Faden. Ja, also ich kriege mich nicht mehr ein über diese Farben. Einfach nur herrlich. Ihr seht ja, ich wandere mit euch hier andauernd drüber. Ein bisschen glitzert es immer noch mal in der Kamera, Gott sei Dank durch, dass man den Lurex mal so ein bisschen sehen kann. Aber einfach nur herrlich, Leute. Echt. Und vor allen Dingen, es hat keiner, ne? Das ist also, damit rennt niemand durch die Gegend. Es ist euer eigenes Stück. Unikat. Einfach nur herrlich. Nee, das ist mein Tuch, das ist nicht mehr herrlich. Ja, Wäsche gewaschen, von daher. Ja, wartet mal. Zack, da bin ich wieder. Also, ich kriege mich nicht mehr ein über diese Farben. Die sind einfach nur ein Traum. Und ja, schade, dass man den Glitzerfaden nicht so gut sieht. Aber einfach nur zum Verlieben, zum Knutschen. Ich mag das mega Frosch-Jeans von der lieben Sabine Helfer. Meine Bobbelträumerei, einfach nur top. Super. Jetzt mache ich dann mal weiter mit meinen Ärmeln. Ich denke mal, ich werde euch da ein bisschen mitnehmen, damit ihr dann seht, wie funktionieren jetzt die Ärmel. Ich weiß es selber auch noch nicht. Ich weiß nur, dass ich das Muster erstmal mitnehme. Das Zackenmuster. Und dann muss ich schauen, wie ich dann die Abnahmen wieder häkle. Ich denke mal, es wird dann genau so die Abnahmen gemacht, wie ich sie schon mal hier im Kanal mit dem Zickzack-Muster, nicht Zacken-Jacke, sondern Zickzack-Muster gemacht habe. Ja, mal gucken, wie das mit dem, weil ich will die Zacken unbedingt erstmal die ersten 10, 15 Zentimeter mit haben.
weil mehr darf es auch, glaube ich, gar nicht werden, weil ab 25 cm muss ich mit Abnahmen anfangen, damit der Ärmel dann unten am Handgelenk nicht so breit wird, weil ich mag das nicht, wenn die Ärmel so breit sind am Handgelenk. Das sieht so blöd aus. Also ich finde das doof. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Auf Pause. Ich switche dann jetzt um auf meine Wunschwicklung. 1000 Laufmeter. Meine Wunschwicklung dreifädig mit Lurex. Es sieht einfach hübscher aus, aber schade, die Kamera fängt es wieder nicht auf den Glitzerfaden. Ach Mensch. Ein bisschen glitzert's. Ja, ein bisschen. Ach, ich mag den Glitzer einfach so mega. Gut, womit fangen wir da an? Wir haben jetzt hier mit Grün, mit leicht Grün, habe ich hier geendet. Also muss ich hier von innen anfangen, weil der da ist Petrol, der Faden außenrum. Also, das hat die Sabine ganz toll, finde ich, geregelt mit den Fäden. Du kannst diese Fäden nicht durcheinander bringen miteinander. Also hier machst du denn, hier hat sie einen Faden angeklebt von der einen Seite. Sekunde, ich muss mal kurz ein bisschen hier rabiat werden. Uff. Na, da ist der eine Faden und der andere Faden, der läuft hier außen so mit. Den kannst du aber auf das Klebeband wieder drauf machen und dann einfach hier wieder mit rankleben an die Wolle. Das finde ich echt mega. So, dann wollen wir mal anschlingen. Ich habe mir extra eine Maschenmarkierung drin gelassen, damit ich weiß, wo ich hier ran muss. Also hier steche ich auch wirklich jetzt mal ein paar Reihen tiefer. Dort. Ihr seht, ich bin nicht unmittelbar da, wo der Maschenmarkierer ist drin, sondern wirklich ein, zwei Reihen tiefer. Ich muss euch mal eben hier irgendwie ein bisschen näher ranziehen. Das funktioniert hier nicht. Hoppla, ja, dann fallen wir um. So, dann mache ich mir hier den Faden rein in die Abnahmestelle sozusagen. Bin selber gespannt, wie alles jetzt wird. Ich habe es ja noch nie gemacht, in diesem Sinn gesehen. So, besten zwei Knoten rein. Hält der ganze Kram auch besser? Nicht, dass da was losgeht. Den Faden häkeln wir dann gleich hier auf der Kante wieder mit ein, dass der schon verschwunden ist. Aber erstmal müssen wir uns jetzt aus der Einstichstelle hier den Faden natürlich wiederholen. Und jetzt ist die große Preisfrage. Wie macht man es am besten? Also ich bin jetzt dafür, dass ich bis zum Ende der Runde, ich häkel jetzt ja in Runden, erstmal jetzt keine Abnahme mache direkt, sondern erst die Abnahme mache, wenn ich hier rüber muss, am Ende der Runde, wieder zum Anfang der Runde hin. Dann mache ich erstmal jetzt nochmal drei Luftmaschen und häkel hier meinen Faden. Wo ist er? Hat sich schon wieder hier verpieselt. Erstmal hier in jeden Maschenkopf, der jetzt hier so kommt, einfach mal abhäkeln. Aber die Spitze lässt auch nicht lange auf sich warten. Also die Zunahme, beziehungsweise ne, die Zunahme. Ist ja auch kein Wunder. Wir haben ja auch da viel weniger Maschen. Oder auch Stäbchen. Soweit war ich nämlich bei der anderen Jacke noch nicht, die für meine Freundin, die Sternjacke für Bärbel, die für meine Freundin gemacht wird. Also soweit war ich da noch nicht.
Aber es ist auch kein Wunder, weil die Wolle für meine Freundin ist noch nicht da. Das dauert noch einen Schluck. Und solange mache ich halt bei meiner Jacke weiter. So, Spitze bzw. Zunahmestelle erreicht. Dort, wie gehabt, 1, 2 Stäbchen, 1, 2 Luftmaschen und 1, 2 Stäbchen. Dann den nächsten Maschenkopf, der kommt wieder mit einem Stäbchen behäkeln. Also auf die Maschenköpfe einfach Stäbchen drauf häkeln. Und dann bin ich gleich selber gespannt, wie es mit den Zacken wird. Ob ich dann, wenn ich die Abnahmen arbeite, ab 25 cm, ob ich dann wieder zwei Abnahmen nacheinander häkeln muss, um ja auf eine schöne Rundung zu kommen, auf eine gerade Rundung, sag ich jetzt mal, zu kommen. Der Faden will nicht so, wie ich will. Erstmal müssen wir erst die erste Runde hier heile überstehen, ohne Blessuren. Und die nächste Abnahmestelle bzw. Tal kommt. So, Tal ist da. Zwei Maschenköpfe überspringen in den dritten Maschenkopf. Bitte einstechen. Und weiter häkeln mit Stäbchen. Naja, der Oberarm muss aber auch erstmal voluminös sein, damit man dann auch vernünftig in die Jacke kommt. Bringt ja nichts, wenn der Oberarm eng gehäkelt ist. Da sieht er nachher aus wie eine Wurstepelle. Da kommt er in die Jacke nicht rein und alles ist zu eng. Alles zieht, zwackt und keine Ahnung. Also oben hier, wo nun jeder Mensch eigentlich eine richtige Breite hat, ja, da muss das auch weit genug sein. Das darf da nicht so eng anliegen, das geht gar nicht. Er sagte ja nur am, oh Gott, wie mache ich es jetzt? Komm hier hin, du Ärmel und nee, das geht ja gar nicht. Nee, das muss alles schon passend sein. So, nächste Zunahme, beziehungsweise Spitze. Eins, zwei. 1, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Alles in die eine Einstichstelle. Und dann mit dem nächsten Maschenkopf direkt weiter Stäbchen häkeln. Gleich müssen wir, ja, gleich auch schon zum Ende der Runde kommen.
Aber ich denke mal, ich werde gleich schon mal so ein bisschen, ja, ein paar Maschen abnehmen, weil mir das dann doch oben schon zu viel Weite ist. So, jetzt müssen wir hier schauen, dass wir hier gleich rüberkommen, vernünftig. Ein Maschenkopf. Ja, hier, wo jetzt der Maschenmarkier dran hängt, das ist jetzt schon eure, kann man so gar nicht sehen. Das hier ist euer erster Maschenkopf, den ihr überspringen müsst. Da, wo der Clip, der Maschenmarkierer drin sitzt. Euer zweiter Maschenkopf. Und hier oben, da wo jetzt dieses Ersatzstäbchen drin steckt, da müssen wir jetzt, würde ich jetzt erstmal sagen, um jetzt die Abnahme hinzukriegen, ganz unten rein, in das erste Ersatz, in die erste Luftmasche vom Ersatzstäbchen. Sonst kriegen wir nachher den Übergang hier gar nicht hin. Und jetzt erst gehen wir hier in die letzte Luftmasche vom Ersatzstäbchen und häkeln da jetzt die Runde zu Ende mit einer Kettmasche. Zack, fertig. Jetzt erst wieder für die nächste Runde. Drei Luftmaschen. Ja, und weiter geht der Spaß. Und so machen wir das jetzt, ja, bis wir zu den Abnahmen kommen. Also, naja, hier ist jetzt mein Ärmelchen. Ja, ich muss schauen, wie weit ich das mache, bis ich dann abnehme. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt hier zwei Abnahmestellen und zwei Zunahmestellen. Also von daher müsste ich da, wenn ich den Ärmel dann mal so halte, ja, ein paar Zentimeter so bleiben müssen, damit der Arm dann nicht zu eng wird. Ich hatte zwar eben gesagt, ich nehme gleich schon ab, aber nee, wenn ich das jetzt so sehe, nee, dann darf ich hier noch gar nicht abnehmen. Nee, nee, das muss erstmal so bleiben, wie es ist. Ne? Ihr seht es ja selber, wie es fällt. Ja, gut. Dann mache ich mal alleine ohne euch weiter und ihr versucht mal alleine ohne mich weiterzumachen. Ja, und dann bis dahin, wo ich dann tatsächlich wahrscheinlich zu den zwei Abnahmestellen, die ich sowieso schon habe, aus den zwei Abnahmestellen vier Abnahmestellen insgesamt mache. Ja, okay, bis dann.